Männlichkeit ist ein Konstrukt wie Weiblichkeit. Das ist eine Bezeichnung, die die Gesellschaft gewählt hat und wo dich in ein gewisses Verhalten hineindrängt. Ich habe eigentlich so gelebt, wie es die Gesellschaft verlangt hat von mir. Ich habe mich sehr machohaft gegeben, um es zu überdecken, dass ich eigentlich nicht so fühle, wie ich leben muss. Es gibt die Momente, wo man mich nicht als Frau sieht, nicht als lesbisch sieht. Im Beruf kann es sein, dass man mich nicht ernst nimmt, weil man mich weiblich sieht. Das ist subtile Gewalt. Das ist Gewalt, weil man eben die Menschen nicht ernst nimmt. Weil man die Menschen versucht zu erniedrigen, in ihre Rollen herunterzuschrauben. Dass Männer so erzogen werden, dass sie immer erfolgreich sein müssen, sich durchsetzen, das letzte Wort haben müssen. Und das fördert halt leider Gewalt.